Was geht ab, Mann? Was geht ab, Jungs? Was geht ab? Heute, was geht ab, Leute? Hong hier mit Tati am Start. Und Dimi, er ist jetzt krass geworden. Eigentlich auf dem Weg zum Hofgarten. Ich habe 4 Module gesehen. Natürlich bin ich direkt hingerannt. War saftig, 2 Magnetilos und 1 Chanerga. Dann habe ich gleich die Jungs gerufen. Die sind natürlich auch gekommen wegen dem Chanerga. Ist da gleich beim H&M. Shoutout an Chong. Ein Freund von uns, der da noch arbeitet. Aber bald nicht mehr. Und dann gibt er eine Runde Bordeaux-Platz für uns aus. Hoffen wir mal. Ah, da ist er ja schon. Da ist er ja schon. Man kann nie genug Chanera Bonbons haben. Ja, Mann. Hatayaga soll Enskas werden. Er könnte auch zu den Top-Verteidigern jetzt, gell? Also, wenn er schon zu den Top-Verteidigern gehört, was ist da mit Haitera, Mann? Okay, Dimi macht gleich Hyperball, weil er Angst hat. Ich versuch's mal mit dem Superball, hat gereicht, oder? Ja? Bei Dimi auch. Ich hab eh nur 30 Bonbons, oder? Viel zu wenig eigentlich. Alles klar, auf zum Hofgarten. Ich will der Beste sein, so gut wie keiner war. Ich fand sie alle ein, ich kenne die Gefahr. Lexobal, Dick, Dani, Doran, Menki, Risa, Flora, Fratz, Ibi, Tak, Tausi, Gold King, Pizza, Dragoran, Neola, Bonita, Aquan, Aqua, Boss, Meppo. Komm und schnapp sie, komm, schnapp sie dir. Da ist sie auch schon, Pikachu. Schöne 88, hoffentlich nicht so schwer zu fangen. Sonst ein Hyperball. Hallo. Ja, Mann. Berge Hyperball immer. Heute lebe ich gefährlich, Alter. Ich hoffe, es fliegt. Mein Gott, kaum ist er Nummer 3, ist er schon arrogant geworden. Sorry, ich bin richtig arrogant und das ist auch zu Recht so, weil es ist einfach drin. War das schon richtig gehört? Ich bin die Nummer 3. Auf geht's nochmal, Follower. Wir sind gerade im Hofgarten. Ist Sonntag, mitten im Event. Das erste Mal, dass wir wirklich Zeit haben, den ganzen Tag. Oder zumindest lange. Oder den ganzen Tag. Zumindest lange, ja. Zu spielen, zocken, zusammen auch noch. Wir haben alle die Woche vereinzelt ein bisschen was gemacht. Der hinter mir ist krass geworden, war ganz jede Woche, jeden Tag BP. Noch dazu gesagt, alleine? Alleine als Einzelgänger. Ja. Oh mein Gott, Mann. Wie das jetzt in den Videos auftauchen wird. Ist eine Menge passiert, darüber werden wir noch reden. Niantic hat echt eine Menge rausgehauen, das Event. Ditto auf einmal so gekommen. WP-Änderung. Aber jetzt erstmal zu dem Machaulus für Tati. Ne, da hinten. Da hinten? Ja. Da gerade Leon gefangen. Ich brauche noch 6, glaube ich, jetzt für die Gesteinsmedaille, die ich die ganze Woche gesammelt habe, gejagt habe. Wir haben uns vor kurzem unterhalten, dass Gion relativ schwach ist, oder Tati? Obwohl er so cool aussieht. Ja, Mann. Auf einmal ist er jetzt so irgendwo in den Top 5 nach der Änderung. Von dem WP her ist er jetzt sogar Top 3, glaube ich. Nur Dragoran und Relaxus sind krasser als er. Aber er hat trotzdem immer noch krasse Schwächen. Zu viele Schwächen und er ist einfach zu besiegen. Durch Aquana zum Beispiel. Aquana echt heftig. Ja, ich mache ja auch viele Arena-Kämpfe und die Leute tun halt Rion einfach gerne rein, weil er halt hohe WP hat und oben dann immer ist. Aber ganz ehrlich, ich behalte mir meine Aquanas immer bis zum Schluss und ich kann mit Aquana das Rizeros ohne Probleme kaputt machen und danach sogar das Dragoran, wenn es auch eventuell kommt, wenn du gut ausweichen kannst. Also das ist echt gar kein Problem. Finde ich schade persönlich, dass du es so pusht. Meiner Meinung nach, der den Push auch wirklich verdient hat, ist Gyarados. Weil du brauchst halt mega viele Bonbons dafür. Blitz hat parallel natürlich auch einen Push bekommen, womit du halt gegen Gyarados halt eine gute Waffe hast. Aber Gyarados meiner Meinung nach, allein durch den Aufwand, dass du so viele Bonbons brauchst, echt den Push verdient, Mann. Und gerechtfertigt. Wir haben jetzt nur über Rizeros geredet, zum Verteidigen in Ding. Aber hast du schon mit ihm angegriffen? Als Angreifer kann er auch recht cool sein.
Weiß ich noch nicht, ich hab noch mit keinem bis jetzt gekämpft, aber das werde ich in Zukunft machen. Aber wie gesagt, in Def, also in der Arena, ist er halt jetzt nicht so übermächtig wie an der. Was du aber wissen wolltest, ich habe ja mit Ditto schon gekämpft. Also als Angreifer, als Defender habe ich es noch nicht eingesetzt und beziehungsweise auch noch gegen Herz gekämpft. Aber als Angreifer, ich habe ja ein sehr gutes Gefangen mit hohen IVs und hoher WP. Also ich fand, es hat mega Probleme. Also ich weiß nicht, vielleicht muss man eine bestimmte Strategie einsetzen, dass man eventuell ein schwächeres, beziehungsweise gegen ein, was weiß ich, man muss halt schauen, welche Pokémon nacheinander kommt. Eventuell, wenn danach ein Pokémon kommt, was danach die Schwäche hat von dem vorigen, eventuell dann einwechseln und dann das, den Typ annehmen, das Pokémon töten und dann hat man den Vorteil gegen das nächste Pokémon. Eventuell so. Aber so generell fand ich, war Ditto um einige schwächer als die Originalen, obwohl es 500 WP mehr hat als meine, der gegnerische Aquana zum Beispiel. Also ich hatte schon mega Probleme. Also ich fand das jetzt leider nicht so gut. Und ich hatte eins mit guten IVs. Da wäre ja zu broken. Ja, dann wäre echt zu broken. Ich glaube im Spiel, sobald... Weil darfst du nicht vergessen, auch wenn Ditto sich verwandelt, ist er trotzdem nicht das, in was er sich verwandelt. Verstehst du? Also ich dachte, er hat den Typ eigentlich auch immer mit übernommen eigentlich. Vielleicht in dem Spiel noch nicht. Genau, vielleicht das glaube ich nämlich ich glaube auch. Nicht, man. Vielleicht im kommt Spiel? Es. Also ich weiß es nur vom Anime. So ja. Vielleicht zu so krass, oder? Orange Liga, ja. Ash gegen Drake. Ja, ich weiß. Ja, Ditto gegen Pikachu. Pikachu hat gewonnen. Aber knapp. Mit Donnerattacken immer aber die ganze knapp. Zeit. Also ich glaube nicht, dass er den Typ übernimmt. Schaut euch die Folge an, das ist echt krasser Kampf. Der ist echt krasser ja. Kampf. Und jetzt Rafa, hier ein Korb, Alter. Kannst du schon machen, oder? Komm eins. Rafa, hier ein Korb, Alter. Du Fixer. Ich hab schon 5 Ja, man, noch 4 Mankeys. Wenn wir ein bisschen weiter reingehen, könnten die 4 Mankeys auftauchen. Denn über 2000. Das reicht ja schon. Warte. Ich habe letztens 1200 entwickelt, das wurde 2,4. Schon? Der andere macht Korb, der andere macht. Ich hab's noch nicht gefangen. Oh mein Gott, da hast du den Boxer. Nee, viertbeste nur. Oh mein Gott! Aber Tati, solange ich Poretta habe, bleibe ich safe auf Platz 3, Mann. Nicht so lange. Immer noch im Hofgarten, die Jungs sind ein bisschen enttäuscht. Keine Mahalos für Tati, kein Dodo für Dimi. Ich brauche noch 3 Vihorns, 2 Mankeys oder Mahalos, ist egal. Da vorne unter der Kuppel geht irgendwas ab. Das schauen wir uns mal jetzt genauer an. Drittes Pikachu heute. Oder viertes. Ich hab noch eins gefangen, bevor die Jungs gekommen sind. Das, was hier auf dem Weg war. Nicht die 2 am Platz.
Hier meinst du? Nee, der war auf dem Weg. Okay. Anscheinend ist das ein Ditto, meinte Tati. Tati, 350? 350 WP. Ja. 350 Gramm ist hier. Okay, das ist eh geflohen. Hoffentlich war es das nicht. War vorne an der Straße, sogar. War weiter vorne auch. Okay, okay. Hoffentlich ist das das. Oh ja. Perfekt. Auch noch Ditto für das Video. Ein schlechtes Ditto, Alter. Egal. Ditto, der war ernst krass gehypt, auf einmal ist er einfach so da. Das haben die ernst schlecht gemacht, Mann. Kein Reiz, kein. Aber wahrscheinlich wollten sie, wie gesagt, nicht überbroken machen, Mann. Ja, und aber ich meine, wie sie ihn ins Spiel gebracht haben. Der war ernst gehypt, ja, wie ein Legendärer. Dann war er einfach so da. Echt unspannend gemacht. Ja, stimmt schon. Man dachte, ein krasses Event um Ditto herum oder so. Oder dass er Africa Exclusive wird. Heute eigentlich. Wäre vielleicht auch interessant gewesen, wenn sie nur während des Events gemacht hätten. Ja, aber jetzt kann ihn halt jeder jederzeit kriegen. Ja, aber der ist ja Teil des Spiels, oder? Ja, aber wieso haben die ihn so lange geheim gehalten? Wenn die ihn jetzt einfach so rausbringen, einfach so. Im Gameboy war er schon selten, Mann. Gameboy war ernst selten. Noch ein Gino entdeckt, das vorletzte. Letzte Gehorn. Was hast du schon gefangen, Mann? 1233. Letzte Rion for Hong. Noch leider kein gutes gefunden für Dimi. Ich habe schon zwei gute, also mir ist es wurscht. Aber ich habe noch eins auf dem Radar. Ja. Das müssen wir vielleicht fangen, wenn das hier aufhaut. Oh yes. Das ist ein schlechter Aquanas, Mann. Wieso denn? Zwei sind endhoch, Mann. Zwei sieben und bam. 200 Rock, nicht, weiter geht's. Noch zwei Kampf-Pokémon. Dann habe ich die Medaille auch. Zeit wird's, ey. Endlich, Macholo angezeigt. Tati leidet schon. Die Jungs sind aus ihrem Winterschlaf erwacht. Es hat uns vorhin schon ein Fan-Zuschauer angesprochen. Der hat auch die Macholos gesucht. Wegen uns. Er hat das Video gesehen. Dachte sich, geil, Macholo ist ja hergekommen. Mann. Schau weiter die Videos, Mann. Ja, wir versuchen immer up to date zu sein. Ja. Aber jetzt ist es erst aufgetaucht. Jetzt falls du das siehst, sorry, dass keine Macholos kamen. Aber gib unsere Videos nicht auf. Da ist es auch schon. Links neben dem Pokestop. Also ich bin schon rangekommen, ja. Ja. Wir waren gerade an der Ampel. Macholo ist bei mir da. Wollten Mankey fangen. Dann ist Macholo gekommen zurück zum Finanzgarten. Macholo hat leider Vorrang gegenüber Mankey. Aber der ist bei mir noch aufgetaucht durch mein verrücktes GPS. So. Und. Kampf. Auch Gold. Super saftig. Vielleicht ist ja mal ein Fokana dabei. Oder ein Ponita. Ends gut. Dann kriege ich Feuermedaille. Oh mein Gott! Saftig. Saftiger Tag heute, Alter! 13 Bonbons. Oh yes! Dann schickst du eh weg? Schick ich gleich weg, ich brauche gar nicht schauen. Ich habe nur noch einmal Holle, den ich entwickle, Mann. Oh mein Gott, du ziehst mich echt runter jetzt, Alter. Oh mein Gott, warst du schon? Okay, von Tati ist man echt mehr gewohnt. Ne, die anderen brauchen noch 100 Meter, Mann. Oh mein Gott, ein Vasili mit Fehler. Nein, weißt du, genau, das war so, ich musste mir dann zwischenzeitlich welche holen. Und in Cupertino bin ich ja schon 2 Meter gelaufen, Alter. Oder 100 Meter. Egal. Kommen auch gleich. Oh! Hier los? Das war's vom Hofgarten. Ich bin richtig zufrieden.
Die Jungs irgendwie nicht. Echte Dieven. Aber jetzt geht's zum Bordeaux-Platz, noch ein bisschen farmen, den Tag ausnutzen. Wir sehen uns. Das war's wieder von uns. Danach sind wir noch zum Bordeaux-Platz gefahren. Bisschen gefarmt. Ich hab's auf 35 jetzt geschafft. Und heute ist Montag. Morgen ist der letzte Tag des Events, also nutzt ihn aus. Wir, beziehungsweise ich, werde morgen den ganzen Tag nach der Uni noch farmen gehen. Und ja, war ein cooles Event. Schreibt unten in die Kommentare, wie ihr das Event fandet. Danach ist Mittwoch und dann Donnerstag müsste theoretisch schon wieder Nestwechsel sein. Macht euch darauf gefasst. Mal schauen, was da für Nester kommen. Werden wir natürlich wieder für euch abchecken. Ansonsten, wie immer, checkt unsere anderen Videos ab. Liken, kommentieren, subscriben. Checkt unsere Facebook-Seite ab und vergesst nicht, Pokémon is serious business.